Ja, am 14. Februar ist Valentinstag und wir sind, wie schon angekündigt, in Moosburg unterwegs, haben tolle Rosen dabei hier vom Blumenzauber am Rathaus, eben in Moosburg, und sind ganz gespannt, was die Moosburger uns für Liebesgeschichten zu erzählen haben. Die Schönste kann einen ganz tollen Preis gewinnen, eine Reise für zwei Personen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die Moosburger uns so erzählen können. Mein Sohn ist geboren an diesem Tag, am 14. Februar 1975. Jetzt ist keine Liebesgeschichte, aber es ist doch eine Liebe zu meinem Kind. Ich habe ihn heute angerufen, der ist um 8.26 Uhr auf die Welt gekommen. Und dann habe ich ihn heute angerufen, habe ihn leider Gottes nicht erreicht, weil ich einfach den Termin abpassen wollte. Ja. Da auch die Sonne gescheint damals, ist ja heute ein wunderschöner Tag. Ja, es ist schön und es war damals genauso und es war eine ganz, ganz schnelle Geburt. Und ich war überglücklich, weil eine Tochter hatte ich schon. Ja. Und jetzt kam der Sohn auf die Welt und das war wunderschön. Mittlerweile gibt es schon einen Enkelsohn, der Valentin heißt. Bei allen anderen Geschichten stand allerdings die romantische Liebe im Vordergrund. Natürlich noch präsenter bei den Frischverliebten. Wir haben uns schon vor vielen Jahren kennengelernt, beruflich. Allerdings hat es damals noch nicht gefunkt. Und jetzt sind wir seit einem guten Jahr zusammen und ist eine wirklich fantastische Beziehung. Hat lange gedauert, bis ich die absolut richtige Traumfrau gefunden habe, aber dafür habe ich es jetzt. Mein Freund, also über 15 und er war 16, sind wir zusammengekommen. Ja. Und es hält bis heute an. Ja. Also ich habe meine Freundin damals kennengelernt, hier sogar im Moosburger Kino. Da war sie mit einer Freundin von ihr und einem Spätzle von mir unterwegs und wir sind danach noch essen gegangen. Ich war auf Krücken unterwegs und wir haben uns dann, ich glaube, ein halbes Jahr nicht mehr gesehen und dann nach und nach immer und immer wieder und jetzt sind wir 1,5 Jahre zusammen. Macht Spaß nach wie vor und wird nicht langweilig. Schön sind aber vor allem die Geschichten, die in unserer immer schnelleren Welt noch von langen Ehen erzählen. Dem Zusammenhalt auch in schlechten Zeiten. Ich werde jetzt dann nach Hause gehen und diese schöne Blume meiner Frau überreichen. Ich bin meiner Frau jetzt 55 Jahre verheiratet und die freut sich. Den habe ich auf Mallorca kennengelernt, ganz dummerweise. Selbst noch verheiratet und trotzdem ist es gut gegangen. Da war ich nach 3 Monaten hier und habe alles aufgegeben. Da war ich erst 17 Jahre und da bin ich zur Ausbildung gekommen. Und da war meine Frau eigentlich schon dabei, wie wir meine Eltern mit 17 zur Ausbildung gebracht haben am ersten Tag. Und ich habe jetzt Ende Januar bin ich in Pension gegangen und da war meine Frau wieder dabei, wie ich wieder nach Hause gekommen bin. Und da habe ich ihr gesagt, sie hat sich ganz schön Zeit lassen. Nach 44 Jahren ist erst wieder gekommen und habe ich wieder abgeholt praktisch. Meine Frau in Reichenhall, weil ich Soldat war. Okay. Da habe ich das kennengelernt. Gell? Und was haben Sie da erlebt? Was war denn so was Romantisches jetzt in Ihrer Beziehung? Ja, mei, das ist mal Höhen und mal Tiefen, wie es ja mein Leben ist. Gell? Haben wir bloß heuer am 50. Hochzeitstag gehabt. Und wie wurde der gefeiert? Ganz klein, mit den Kindern. Ein Tipp für die jungen Leute kann das sicher nicht schaden. Ja, die brauchen bloß Vertrauen haben und schauen, wenn sie jemanden kennenlernen, dass er gut verläuft. Weil ich sage, ich weiß ja das, 60 Jahre verheiratet, das ist ein Glück, das ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk verdient ab und zu mit Blumen gewürdigt zu werden. Auch wenn dazu für den ein oder anderen der mittlerweile schon oft verschriene 14. Februar als Erinnerungsstütze vielleicht gar nicht so schlecht ist. Was wird jetzt am meisten gekauft? Rosen? Rote Rosen ist wirklich der Renner, der Klassiker. Da geht einfach nichts drumherum, also gehört einfach dazu. Und wie schaut es aus von der Kundschaft? Sind es hauptsächlich Männer und welchen Alters? Es sind Männer jeder Altersgruppe, also vorwiegend die Jugend, aber doch auch ältere Generation. Und immer rote Rosen. Also einmal andere, aber die meisten sind rot. Ist ein Klassiker, gehört dazu. Und haben selber auch schon viele Geschichten dann gehört im Laden, was ihnen so erzählt wird? Wenn man nachfragt, dann plaudern sie doch ganz gerne aus dem Nähkästchen. Doch, kann man schon was erzählen. Und gibt es noch so regelmäßige Blumenkäufer, die jetzt nicht nur an dem einen Tag ihrer Frau was mitbringen? Ja, man hat immer wieder so, freitags ist immer so ein ganz guter Tag, wo so zum Wochenende. Und Männer, die immer wieder auch ihren Frauen unterm Jahr was schenken. Aber doch, das gibt's. Machen dann eher die älteren Herren noch so, oder? Ja, also wirklich dann ab 40 aufwärts die Jüngeren mal zwischendurch, immer wieder mal, aber nicht so, keine Regelmäßigkeit dahinter, sage ich jetzt mal.
In schöner Regelmäßigkeit finden aber nach wie vor traditionell die Faschingsbälle statt. Gott sei Dank für Konrad Goldbrunner. Ich habe vor 35 Jahren, am 5. Februar 1982, meine Frau kennengelernt. Und zwar auf einem Faschingsball, wo es eigentlich keine Karten mehr gegeben hat. Die habe ich dann besorgt. Dann haben wir einen Stuhl zum Tisch dazugestellt. Und irgendwann, da früh um 4 Uhr, habe ich gesagt, ich heirate. Und dann hat sie gemeint, ja, in das Kaff Moosburg zieht sie nie. Dann habe ich sie da früh zum Bahnhof gefahren, weil es von München ist, von Untergiersing. Und dann habe ich gesagt, ja, wir heiraten. Ja, gut. Und dann bin ich da gestanden und habe gewusst, sie heißt die Eveline, wohnt in München, arbeitet in München bei einem Datenservicebüro. Das war's. Und habe stehen wollt. Dann habe ich am Montag, habe ich noch in München gearbeitet, Spesel beauftragt, Branchenverzeichnis, Datenservicebüro und durchtelefoniert. Und nach einer halben Stunde haben wir es gehabt. Kurz vor Ende unserer einstündigen Aktion bekommen wir dann noch Besuch. Ja, man sieht schon ein bisschen die Deko. Da, wo es passt, drauf abgestimmt, sind wir gerade beim Schmuckgeschäft vorbei. Die haben schon dekoriert und bestimmt da das ein oder andere Angebot für die Liebenden heute. Das Wetter passt auch super, gell? Und die Blumenpracht tut ihr Übriges. Genau, also perfekt, ideal ausgesucht heute. Und ich hoffe, die Aktion hier läuft auch erfolgreich. Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon tolle Geschichten gehört und würden jetzt von Ihnen natürlich noch gerne eine hören. Oder wie verbringen Sie den Abend heute noch? Ich bin absolut kein Fan von Valentinstag und ich habe meine Freundin so weit, dass die das akzeptiert. Okay. Keine Ausreden gibt es dann mehr für diese Dame. So, wir haben unsere letzte Rose, die geht an diese Hallo. Dame. Grüß Gott, einen schönen Valentinstag wünschen wir Ihnen. Ganz lieb. Haben Sie zufällig noch eine schöne Geschichte für uns zum Erzählen? Eine Liebesgeschichte, dann gäbe es eine Reise für zwei Personen zu gewinnen. Eine Liebesgeschichte, die meiner Eltern kann ich Ihnen erzählen. Ja, gerne. Mhm. Meine Mutter war in Griechenland als Studentin und hat dort mit Freundinnen auf dem Campingplatz übernachtet. Und da gab es einen jungen Griechen, der hat auf dem Campingplatz gearbeitet. Und ja, sie haben sich einfach ein bisschen unterhalten, so ein bisschen kennengelernt, haben einen Ausflug gemacht. Da sind sie dann irgendwie auch nicht so wirklich gut zurückgekommen, weil es keinen Bus mehr gab. Mhm. Aber eigentlich ist nichts passiert. Und 3 Monate später stand er dann in Deutschland bei ihr vor der Tür und meinte, er ist eh gerade auf Europareise. Er wollte sie einfach mal vorbeischauen, besuchen kommen und blieb dann 3 Monate hängen. Sie haben sich schwer verliebt und ja, seitdem ist er hier in Deutschland. Also aus einer Sommerbekanntschaft ist sogar eine richtige Ehe geworden. Aus einem Urlaubsflirt ist eine langjährige und glückliche Ehe geworden. Schön. Und Enkel sind sogar auch schon dabei. War schon unterwegs, genau. Ja. Super, vielen Dank. Ja, dann gerne. Dann richten Sie Ihnen schöne Grüße von Mach uns ich. Aus. Von einer spontan zusammengetrommelten Jury fassen wir noch einmal die besten Geschichten zusammen und wägen ab. Am Ende haben wir eine Gewinnergeschichte. Jetzt hätten wir uns doch echt tatsächlich für Sie entschieden. Wären es noch in der Nähe, könnten es noch mal schnell vorbeikommen beim Blumenzauber am Rathaus. Ja? Oder wäre es für Sie einfacher, runter zum Reisebüro zu kommen, beim Heinz? Reiseservice Heinz. Okay, alles klar. Bei dem Reisebüro, das den Gutschein zur Verfügung gestellt hat, warten wir auf unsere Siegerin. So, wir haben jetzt mittlerweile unseren Gewinner bzw. unsere Gewinnerin ausgesucht. Und zwar hat wohl die letzte Rose Glück gebracht. Und zwar Ihnen. Wir haben eine tolle Geschichte gehört und Sie haben jetzt was gewonnen. Ja, was sagen Sie dazu? Dankeschön. Also ich freue mich riesig. Ich habe, glaube ich, noch nie was gewonnen, zumindest nicht in der Größe. Und genau, bin jetzt noch ein bisschen überlegen, ob ich es nicht doch meinen Eltern schenken sollte, die Reise. Wollte ich noch fragen, ja. Genau. Aber zum Valentinstag vielleicht mit Ihrem Mann könnten Sie sich auch ein schönes Wochenende machen. So ist es. Oder wir machen es gemeinsam, das könnten wir ja auch noch überlegen. Also wollen wir mal genau wissen, was das für ein Wochenende ist. Die Susanne Huber vom Reisebüro Heinz informiert uns da jetzt mal. Zu gewinnen gab es eine Nacht im wunderschönen Wellnesshotel am Fuschelsee. Das ist hinter Salzburg für 2 Personen. Sehr schön, cool, freuen wir uns. Aber eigentlich, glaube ich, auch eine gute Region, wo man mit Kindern oder so hin könnte, ja, oder? Ja, das Hotel ist auch sehr familienfreundlich, mit vielen Pools, Kinderbecken, Kinderbetreuung, also ideal. Vielleicht können wir da noch irgendwas upgraden. Ja, genau. Gibt es ein Schwimmbad im Hotel? So, dann wünsche ich euch einen schönen Valentinstag. Ja, vielen Dank, bis dann, ganz herzlichen Dank. Am Ende gibt es dann auch noch Glückwünsche vom Chef höchstpersönlich. Und da muss die Geschichte dann natürlich noch einmal erzählt werden.